Hey, ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Wetter hier Anfang April. Es ist so schön draußen, ich kann jetzt von hier oder auch von hier filmen. Kann man überhaupt nicht meckern. Aber nichtsdestotrotz wollen wir anfangen, wenn wir jetzt mal alle kurz ganz leise sind. Hören wir einmal den scheiß Auto rufen und Vögel zwitschern. Wunderbar. So, bei so einem Wetter heißt es eigentlich immer Sommer, Sonne, Sterni. Heute aber aus besonderem Anlass. Es gab direkt Post von meinem Vorgesetzten. Jetzt erstmal Pfirsich betrinken. Egon, verschärfst du unser Bier? Nein, natürlich nicht, Meister. Es gibt bis jetzt immer nur Katzenfutter fürs Fußvolk. Und noch nicht mal das Gute. Nicht von dem Vorgesetzten. Und zwar Urkrostitzer, feinherbes Pilsner. Ich muss sagen, ich kenn's. Ich hab's schon mal getrunken. Das war damals, da war ich 17, 18. In dem Jahr wollte ich 1000 Sterni trinken und hätte ich jetzt kein Urkrostitzer getrunken, dann wären's über 1000 geworden. So konnte ich das so ein bisschen hinmogeln, sag ich mal. Altes Anekdötchen, das ist nicht weiter wild. Wir ballern uns das hier jetzt rein. Ich hoffe, ihr sitzt auch gerade ein bisschen im Freien, ja, nicht so weit raus. Hoffentlich allein, maximal eine Person. Ich habe euch auf dem Schirm, Jungs. Genießt das doch mal. Bald ist Ostern. Bald wird wieder geballert. Kleine entspannte Runde. Oh, der Geschmack ist gut, aber ich wollte mich beschweren. Die Flaschenform. Vielleicht habt ihr es... Moment. Normalerweise zoome ich ran, aber heute gehe ich. Ich komme mal heute zu euch nach Hause. Hört ihr dieses Gluckern am Anfang, weil die Luft nicht richtig rein will und das ganze schöne Bier verdrängt? Ach, muss das sein? Es könnte alles ein bisschen flüssiger laufen. Tatsächlich. Und da möchte ich heute mal die Gelegenheit auch noch nutzen. Habt ihr Wünsche, Vorschläge? Jetzt ist bald Ostern, ja, ein schöner Feiertag. Ich würde gern auch noch mal ein kleines, ja, ich sag mal, Bonusvideo machen. Ja, ich kann mir natürlich selbst was einfallen lassen, dann wird's aber scheiße. Michel? Wir bleiben in Kontakt, du Arschloch. Jetzt habe ich auch gerade gesehen, Alter, ich sehe ganz schön verwahrlos aus, aber was soll ich machen? Friseure haben zu und den Schnittknüll, den kann ich nun wirklich nicht ranlassen. Hä, Alter, was ist denn dein scheiß Problem? Assi. Feinherb kann man schon unterstreichen, das ist ganz schön süffig. Bisschen zu wenig Alkohol, 4,9, dann geht noch ein bisschen was. Ja. Auch bei so einem schönen Wetter können es die 5% schon sein. Ganz vergessen, das muss ich lobend erwähnen. Mir wurde extra gesagt, naja, eins ist immer so wenig, hat er mir ein zweites. War direkt einfach direkt zwei. Ich hab's ja gesagt, bei den 033er Flaschen, ne, komm, pack da ein zweites drin, seid mal nicht so gierig. Das ist immer so einmal weggeatmet, dann ist der ganze Pfand im Hals irgendwo. Aber ich glaube, für eingesessene, hartgesockene Pilztrinker ist es vielleicht etwas, ja, zu wässrig. Hat einem vielleicht zu wenig Geschmack. Für mich ist es natürlich als Exporttrinker genau das Richtige. Eine kleine herbe Note haben wir. Es ist kein Sterni. Oh, jetzt im... aha, da ist der Hopfenkessel gefallen. Am Ende hat man es nochmal gemerkt. Für mich ist es ein Dämpfer. Für andere ist es wahrscheinlich so... oh, exquisit. Aber trotzdem möchte ich mich hier an dieser Stelle für den edlen Spender bedanken. Grüße gehen raus. Ich möchte mich auch bei euch bedanken fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Abonnieren. Das habt ihr nämlich gerade eben nicht getan. Das macht ihr jetzt nochmal fix. Ja, ja, der rote rechteckige Abonnieren. Genau, der mit... perfekt. Also dann bis dahin und tschüss, Kenner. Ach so, übrigens, das zweite, das gönne ich mir jetzt direkt hinterher, ne? So gut hat's mir dann doch geschmeckt.